Leg los. Haben wir Heldinnen neuronaler Diversität in Kinderbüchern, als du Kinderbücher gelesen hast, gefehlt? Insofern ja, dass meine Lebensrealität nicht abgebildet worden ist, also auf verschiedenen Ebenen. Aber in Bezug auf neuronale Diversität auf jeden Fall, dass zum Beispiel die Lektionen in Büchern, die zu erreichen waren, nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hatten. Also zum Beispiel ging es dann darum, dass Kinder mutig werden sollen, dann eine Lektion irgendwie haben, also eine Erfahrung machen in einem Kinderbuch und deswegen dann mutig werden, dann auch mutig bleiben. Und ich bin zum Beispiel bipolar, also heißt, ich habe einfach das Spektrum von oben nach unten emotional ist bei mir größer und die Ups und Downs sind bei mir häufiger wie bei neurotypischen Menschen und stärker. Also Depressionen wie auch Hypomanie. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, das Spektrum. Und was dann quasi bei den Kindern in den Büchern passiert ist, ist, dass die immer sich nur in diesem Mittelspektrum bewegt haben, als neurotypische Kinder und eine Lektion hatten. Und dadurch, dass sie immer eine relativ ähnliche emotionale Schiene haben, es auch gereicht hat, dass sie auf einer emotionalen Schiene gelernt haben. Was jetzt zum Beispiel bei mir ist, wenn man sich das jetzt anguckt und ich halt dazwischen pendel quasi, als Kontinuität in meinem Leben, muss ich natürlich zum Beispiel Lektionen wie Mut oder Selbstbewusstsein sowohl in Phasen der Depression lernen, dass das ich was wert bin, aber zum Beispiel auch in Phasen der Hypomanie lernen, dass ich meinen Wert nicht über den von anderen Menschen stelle. Also heißt, die Lektion, die ich gebraucht hätte als Kind, also als moralische Lektion in Kinderbüchern, wäre eine total andere gewesen, wie die für neurotypische Kinder. Und in der Form hat es mir schon gefehlt, weil ich mir halt immer nur kleine Teile rausnehmen konnte. Die musste halt bei mir, also als Handlungsmöglichkeit, musste sehr viel ausgeprägter sein, weil ich sehr viel mehr übersetzen musste schon im Kindesalter. Also wenn da quasi eine Lektion war, die nichts mit mir zu tun hatte, musste ich die Geschichte irgendwie für mich in eine Sprache übersetzen, dass ich mir da was rausziehen kann. Und das ist natürlich auch anstrengend und führt natürlich auch dazu, dass Kinder zum Beispiel schneller müde sind, wenn sie ständig die Geschichten in ihren Lebensalltag übersetzen müssen und andere Kinder einfach Geschichten aufnehmen können, die ihren Lebensalltag wiedergeben. Aber tatsächlich, meine Lebensrealität habe ich damals schon in Worte gefasst, auf jeden Fall. Also kann ich jetzt nur an einem anderen Beispiel festmachen, zum Beispiel, also um das kurz zu illustrieren, dass ich das damals schon kommunizieren konnte. Kinderbücher waren ja zum Beispiel auch absolut nicht queer, sondern sehr, sehr heteronormativ, haben eine klare Cis, also keine Trans-Inter-Realität wiedergegeben. Und in meiner eigenen Lebensumgebung waren aber viele Trans-Personen, viele queere Personen. Also da war eher Heteronormativität und Paranormativität etwas Ungewöhnliches. Und das habe ich tatsächlich schon mit 5 Jahren kritisiert. Also das war in dem Jahr, bevor ich in die Grundschule kam. Und da erinnere ich mich dran, dass ich mich mit einer Erzieherin wahnsinnig zerstritten habe, weil ich ihr gesagt habe, dass gewisse Familienbücher in den Fantasy-Bereich gehören, weil das für mich so weit weg war von meiner Lebensrealität. Das waren halt diese Vater-Mutter-Kind-Bücher. Also meine Eltern waren da schon geschieden. Alle Personen, die Care-Arbeit bei mir übernommen haben, hatten nicht diese Lebensrealität und ich habe dann halt diese Bücher, also ich habe immer schon gerne Bücher sortiert, das mache ich auch bis heute tatsächlich, habe diese Bücher halt resolut in den Fantasy-Regal immer getragen, weil es halt für mich nichts Reales war. Also die waren alle weiß, die waren alle dünn, die waren alle hetero, die waren alle cis, die haben, also es war für mich einfach eine ganz, ganz absurde Idee, dass so eine Lebensrealität aussehen kann von Kindern. Und auch was das Neurotypische angeht, wir hatten auch so ein ganz schreckliches, es fällt mir gerade ein, so ein ganz schreckliches Depressionserklärungsbuch. Und meine Mutter ist ja auch bipolar, mein Papa ja auch. Und da hieß es halt, alle Menschen, die manchmal depressiv sind, sind irgendwie so und so. Und alle Menschen, die depressiv sind, sind nie richtig glücklich und die haben nie Hochphasen. Und das hatte halt nichts mit meiner bipolaren Lebensrealität zu tun. Und
Das habe ich damals auch schon total komisch gefunden, tatsächlich, dass Menschen, also dass Menschen, die manische Zustände haben, hypermanische oder einfach nur okaye Zustände haben, dass die ja gar nicht depressiv sein können. Denen geht es halt gerade einfach nur schlecht. Depression war damals irgendwie in Kinderbüchern, ich glaube auch im Diskurs, weiß ich jetzt aber nicht genau, ein Begriff, der wirklich bezeichnet hat, weil Menschen quasi immer depressiv sind und immer traurig sind oder immer was auch immer Depression zugeschrieben wird. Gerade auf Kinderbücher bezogen, siehst du da einen Fortschritt in Bezug auf das Wahrnehmen deiner Lebensrealitäten? Und wenn nein, warum glaubst du, kommt er nicht zustande? Okay, also sehe ich einen Fortschritt, oder wie ist quasi gerade der Ist-Zustand? Es gibt mehr Bücher, die physische Diversität behandeln. Das sehe ich auf jeden Fall. Das heißt noch nicht, dass es gut ist, aber es heißt, es gibt so einen Schritt dahin. Es gibt auch langsam ein paar sehr, 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 sehr wenige Bücher, die sich mit neuronaler Diversität. Es gibt zum Beispiel Kinderbücher, die jetzt neurologische Diversität darstellen und behandeln, aber tatsächlich immer mit einem Opferbezug. Also was ich damit meine ist, dann wird zum Beispiel die Geschichte von Lotta erzählt und Lottas Mutter ist depressiv. Das ist so ein Buch, was bei ganz vielen Neurologen, ich weiß nicht, ob sie Lotta heißt, aber es ist halt so ein Buch. Und dann gibt es eins mit einer Katze, was manische Depressionen erklären soll. Ich glaube, da ist es auch die Mutter, die bipolar ist. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Schritt, weil klar, das ist auch Teil von Lebensrealität, dass neurotypische Kinder bipolare Eltern haben oder depressive Eltern haben. Aber für mich wäre tatsächlich der andere Schritt, wirklich kindliche Neurodiversität darzustellen. Also halt eben nicht diese Problembezogenheit, sondern halt wirklich Problembücher. Also es gibt halt die Problemmutter mit ihren Problemen und dann wird gezeigt, wie doll das Kind darunter leidet. Und dann ist alles wahnsinnig problemhaft und am Ende kommt dann eine Katze durchs Bild. Entschuldigung, dieses Katzenbuch finde ich nicht ganz furchtbar. Aber der Mensch nämlich mit einer Katze gleichgesetzt. Und die Katze ist manchmal glücklich und manchmal traurig. Und das soll dann irgendwie die Bipolarität darstellen. Ja, ich finde es ein bisschen zum Gruseln. Und auf jeden Fall in diesem Kinderbuch ist es dann halt auch so, dass es einfach das Problem ist für das Kind, dass die Eltern bipolar sind. Und dann wird gezeigt, wie es dem Kind damit geht und dann hört das Buch auf. Also es hat keinen empowernden Aspekt, was es macht. Das Kind hat überhaupt keine eigenen Methoden entwickelt, um mit Bipolarität umzugehen, was eine Frechheit ist. Ich bin selber Kind von bipolaren Eltern. Du entwickelst Agency. Du entwickelst in jeder Problemlage immer Handlungsvarianten für dich. Und das ist wichtig, also generell jetzt auch aus adultistischer Perspektive, das Kinder nicht abzuerkennen. Also kein Kind empowered ist, sich als völlig machtloses Wesen gegenüber seiner Mutter in einem Buch dargestellt zu sehen, die mit ihrer Bipolarität um sich wirft. Also das hilft nicht, dass das Kind sich irgendwann sagen kann, hey, I'm proud, I'm bipolar. Das hilft nicht, dass die Mutter sich empowert, das hilft einfach niemandem. Ja, es gibt Bücher und ja, fachlich erklären sie die Sachen auch teilweise richtig, aber jetzt aus Kinderbuch-analytischer Perspektive finde ich halt, es sollte auch darum gehen, wo ist der empowernde Aspekt, wo werden Handlungsvarianten aufgezeigt und vor allem, wo wird gezeigt, dass es eben auch bipolare Kinder gibt und Jugendliche. 5-6-jährige Kinder, die das schon gelernt haben, neurologisch zu passen, die auch die einerseits diese wahnsinnige Handlungsmacht entwickeln und andererseits diese Anstrengung auch tragen müssen. Und das sind Realitäten, die ich in Kinderbüchern sehen will. Das wäre was ich als Kind hätte lesen wollen. Das will ich bis jetzt noch lesen. Ich will das jetzt noch lesen von, weiß ich nicht, von Peter, der im Kindergarten irgendwie spielt und danach zu seiner Mama geht und sagt, boah, heute war das anstrengend, sich einzufügen. Und dann sagt die Mama, ach, guck mal, nächstes Mal machen wir das so und so. Und dann entwickeln die zusammen einen Plan oder so. Wie er darauf klarkommt, dass alle anderen neurotypisch sind. Oder wie er dann vielleicht auch Freunde findet, die auch neurodivers sind und zusammen, ach, weiß was ich was, es gibt so viele Varianten, die so cool wären. Diese unfassbare Transferleistung und diese Diskriminierung und diese
ja, Assimilationsversuche und auch gleichzeitig diese Exklusion von neurotypischen Menschen irgendwie zu überbrücken und trotzdem zu überleben in dieser Welt, werden überhaupt nicht dargestellt. Also zeig mir ein Buch, was zeigt, wie ein bipolarer Mensch mit zum Beispiel Zwangsgedanken im Kita-Alltag teilnimmt. Und wo diese Person als Heldenfigur vielleicht gezeigt wird. Nicht als Heldenfigur fürs Bipolar, sondern als Heldenfigur dafür, was für coole Methoden im Umgang gefunden worden sind. Gibt es nicht. Weil es keinen Menschen interessiert, weil es geht nur um die neurotypischen Menschen. Ja. Weil der neurotypische Mensch ist immer der Ausgangspunkt von allen Geschichten.